Okay. Okay, Hört sich dann gut hallo an. nochmal, Herr Hallo. Dr. Klinghardt. Ich freue mich Hallo. sehr, Sie kennenzulernen. Danke, ich fühle mich geehrt. Ja. Ich bin auch Ja. sehr, sehr dankbar. Ich bin echt sprachlos. Naja, okay, ich fange mal an. So, ich habe Ihre Bücher gelesen und ich habe alle Ihre Videos, was frei in den Medien rum zur Verfügung steht, habe ich alles geguckt. Alles. Sogar mehrmals. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, was Ihre erste Erfahrung mit Psychokinesiologie war, also wie Sie darauf gestoßen sind, wenn Sie vielleicht kurz was erzählen könnten. Ja, na, es war eine lange Entwicklung oder mit der Psychokinesiologie, weil ich habe schon als Medizinstudent war selbst in Therapie und habe das als relativ erfolglos wahrgenommen. Dann habe ich ja nach dem Medizinstudium noch Psychologie studiert für 3 Jahre und habe da auch nicht das gefunden, wo ich das Gefühl habe, das hat mir wirklich geholfen auf tiefer Ebene. Dann war ich in Indien für 3 Jahre und habe versucht, über Meditation und Yoga und diese indischen Techniken meine Lösung zu finden für mich selbst und habe es auch nicht gefunden. Ich habe dann mich entschieden, aus dem, was fehlte in den ganzen Therapieformen, war, dass wir wissen, dass wenn wir, dass die Probleme, die wir haben, sind nicht im bewussten Teil von unserem Gehirn. Wir können uns da nicht durchdenken durch unsere Probleme. Und dass unser Körper aber immer in Kontakt ist über unbewusste Mechanismen. Unser Körper ist immer in Kontakt mit unseren ungelösten und unseren gelösten Problemen. Und dann eben eine körperbezogene Technik zu entwickeln, wo wir mit dem Körper sprechen oder über den Körper mit dem verdrängten Unterbewussten sprechen. Und dadurch ist es entstanden, habe ich verschiedene viele Versuche gemacht mit verschiedenen Methoden. Die Psychokinesiologie ist dann ein Ergebnis gewesen von. Ja. Hat sich ja auch bewährt. Also die Psychokinesiologie gibt inzwischen sicher ein paar tausend Anwender, die gut damit umgehen und auch viel Gutes tun damit. Auf jeden Fall. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, das ist einfach Wahnsinn, wie sich das Leben danach verändert. Das ist unglaublich. Da komme ich direkt zur nächsten Frage. Das wäre eine Erfahrung, die Sie am meisten mitgenommen hat, emotional, die Sie in der Psychokinesiologie erlebt haben, ob Ihnen da was einfällt. Ja, da fällt mir schon was ein. Es sind mehrere Erfahrungen, die so eher in den paranormalen Bereich gehen. Ja, und vielleicht der eine Fall, das war eine junge Frau, die hatte eine Gallenblasenoperation und kam aus der Operation raus und hat mit der Stimme von einem Mann gesprochen, anstatt mit ihrer eigenen Stimme. Und zwar ganz bedrohlich und vom Inhalt her nur geflucht und nur schmutzige Sprache benutzt und ganz anders, als sie vor der Operation war. Und dann jetzt über die Psychokinesiologie haben wir dann es war schwer mit ihr zu arbeiten. Ich musste dann mit ihrem Ehemann viele Sitzungen machen und haben dann Folgendes rausgefunden. Und das, meine Krankenschwester hat es dann bestätigen können, die hat am lokalen Krankenhaus gearbeitet in Santa Fe damals. Und was rauskam, war, dass diese Frau nach der Gallenblasenoperation oder in dieser Aufwachphase nach der Narkose wurde sie in einen Raum gefahren, der angrenzend war an die Notfallaufnahme im Krankenhaus. Und zeitgleich wurde ein junger Mann über den Krankenwagen gebracht, der in der Notfallambulanz verstorben war. Und um Platz zu machen, weil gerade viel Betrieb war, wurde dieser Tote in den Aufwachraum gefahren, wo meine Patientin am Aufwachen war, aber noch schlief. Und was unsere Annahme war, was dann in der Psychokinesiologie sich sehr stark gegeben hat, oder dass die Seele des Toten ihren Körper übernommen hat, dass er verwirrt war und ihren Körper einfach übernommen hat, weil ihre Seele war nicht im Körper, sondern die war durch die Narkose außerhalb von ihrem Körper. Okay. Und
Das war unsere Theorie, das war unsere Annahme, die sich ergeben hat. Also, und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich bin ja genial, manchmal habe ich so Momente. Oder, und habe die Eltern kontaktiert von dem Motorradfahrer, der tödlich verunglückt war. Das war ein junger Mann. Hat die Eltern eingeladen zu mir und gleichzeitig den Ehemann von meiner Patientin, die diese Männerstimme entwickelt hatte und die völlige Charakterveränderung hatte. Habt ihr alle eingeladen zu mir in die Praxis? Das war an einem Samstag, oder? Wo keiner arbeitet. Da saßen also die zwei Eltern von dem toten Motorradfahrer. Dann saß der Ehemann von meiner Patientin da. Und die Patientin, die wütend war, dass sie da sein musste. Und dann war alles irgendwie so, oder? Und dann, als die Eltern ins Zimmer kamen und hörten, diese Frau mit der Stimme des Mannes sprechen, brach die Mutter in Tränen aus und sagte, das ist mein Sohn, das ist mein Sohn, wohnt jetzt in dieser Frau. Und dann haben wir wieder mit Methoden, die wir aus der Psychokinesiologie kannten, haben wir dann mit der Patientin gearbeitet in Anwesenheit der Mutter und dann war diese Kunde da, bumm, war die Frau wieder da, die wir kannten vor der Operation. Und die Stimme des Mannes war weg. Und diese schmutzige Sprache war weg. Die Sprache von einem, der mit Drogen sehr vertraut ist, oder? Und die Frau war wieder diese niedliche, sanfte, schöne junge Frau, die sie vorher war. Und das war für mich eins von diesen großen Erlebnissen, wo ich gesehen habe, dass es einen nicht sichtbaren seelischen Anteil von uns gibt, der den Körper durchaus verlassen kann und der durchaus sich verirren kann und den Körper von jemand anders besetzt. Ähnlich ist ja auch, es gibt ja im Neuen Testament oder bei uns im Christentum Fälle, die beschrieben sind, wo Jesus oder den Geister ausgetrieben hat aus Patienten. Das heißt, dieser Gedanke sollte eigentlich zumindest den Christen nicht so ganz fremd sein. Und ich bin überzeugt, dass es bei den Muslims oder im Hinduismus und anderen Religionen ähnliche Beobachtungen gibt. Denn wenn ich als kleiner Landarzt sowas beobachten kann, oder dann weiß ich, dass das Phänomen, was dahinter steckt, eine Realität sein muss, die anderen auch begegnet. Und so, was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass die Psychokinesiologie war für uns ein ist für uns so ein lebensbegleitender Weg geworden, oder? Wo uns Phänomene begegnen, die uns zwingen, unseren Verstand aufzumachen, Ja. unsere Empfindung, unsere Wahrnehmung aufzumachen für Dinge, die zwar heute auch im Fernsehen immer mehr besprochen werden und immer mehr auch in Filmen und Büchern immer mehr dargestellt werden, aber wo doch ein großer Teil der Bevölkerung zumindest sehr skeptisch ist und sich dem eher verschließt, anstatt sich dem zu öffnen. Und über die Psychokinesiologie meine ich, bin ich ein sehr offener Mensch geworden und sehr wahrnehmungsfähig und kann diese eigenartigen Phänomene wahrnehmen, aber eben auch feine Schattierungen davon, die es ja immer wieder gibt. Und bin sehr dankbar dafür. Da kommen wir direkt zur nächsten Frage schon. Das ist toll. Da haben Sie auch in einem Video schon mal erwähnt, dass zum Beispiel, da haben Sie zum Beispiel gesagt, Menschen, die sich zum anderen Geschlecht hingezogen fühlen, würden Sie empfehlen, eine psychokinesiologische Beratung hinzuziehen, bevor Sie sich komplett für eine eventuell eine Geschlechtsumwandlung oder so entscheiden. Das haben Sie auch nicht näher erläutert. Vielleicht würden Sie jetzt vielleicht ein paar Erfahrungen oder eine Erfahrung mal schildern, wie Sie das Ja, gemeint ja. haben. Wir haben natürlich im Englischen noch als das Gender Dysphoria. Wir haben dieser Zustand, in dem Leute sich befinden, wo sie einfach spüren, dass das körperliche Geschlecht nicht identisch ist mit dem, wie ihr seelisches Geschlecht ist. Oder? Und das ist ja heute, wird ja jeden Tag häufiger. Und es gibt durchaus medizinische Berichte heute, wo beschrieben wird, dass die Quecksilbervergiftung der schwangeren Mutter eine Ursache sein kann dafür. Ja? Das ist mal ein Teil davon. Eher was Homosexualität angeht, ja, da gibt es einen deutlichen Zusammenhang zwischen
Quecksilbervergiftung der Mutter, während sie schwanger ist mit dem Kind, das dann als Junge geboren wird und dann der Junge wird später homosexuell. Da gibt es diesen Zusammenhang. Es ist natürlich politisch sehr unklug, darüber zu sprechen. Es ist irgendwie sehr ungewollt, darüber zu sprechen. Und jetzt, was das Gender Dysphoria angeht, gibt es aus meiner Beobachtung zwei Möglichkeiten, zwei oder drei Möglichkeiten. Das Häufigste, was ich sehe, ist wirklich dieser Fall, dass die Seele eines Wesens, das identifiziert ist als Mann, dass diese Seele in einen Körper eintaucht, weil er kurz nach der Konzeption das nicht dem Geschlecht entspricht, das die Seele kennt, ja? Dass die Seele sich verirrt und es verwechselt. Und die Grundbedingung dafür, dass das passiert, ist das Netz von WLAN, das ist die Mikrowellenbelastung unserer Erde. Es gibt ja gute Berichte, dass in Ländern, wo kein WLAN ist, oder im Land rein, wo kein WLAN ist, gibt es keine Gender Dysphoria. Gibt es dieses Phänomen nicht. Ich stelle es mal so hin, oder? Ich habe die Statistiken jetzt nicht vor mir, aber wir haben uns da genau mit beschäftigt. Und ich meine, dass diese Verwirrung vom Geschlecht her nicht wirklich eine Verwirrung ist, sondern dass es wirklich so ist, dass ein weiblicher Geist aus Versehen oder vielleicht auch mit Absicht in einem männlichen Körper sich einhaftet. Ähnlich wie der Fall, den ich beschrieben habe, oder? Dass die Seele nichts Fixes ist, was in einem Körper wohnt, sondern relativ beweglich ist. Und zum Zeitpunkt der Konzeption, oder? Dass der physische Körper, der Fötus, oder? Nun haftet sich hier die Seele an. Und dass hier Fehler passieren, das ist meiner Meinung nach, oder ich bin jetzt seit 50 Jahren Arzt, ist es zu Beginn meiner ärztlichen Tätigkeit hat es nicht gegeben, sondern es ist erst massiv und exponentiell zunehmend in den letzten Jahren. Und das Einzige, was exponentiell zugenommen hat in unserer Welt, ist die WLAN-Belastung, die Radiowellenbelastung, ja, durch den Handysendefunk. Und da bin ich mir persönlich sehr sicher, dass das einer der Gründe ist. Und dann ist es trotzdem so, was machen wir jetzt, oder? Ich bin jetzt als männliche Seele in einem weiblichen Körper oder umgekehrt. Was machen wir jetzt? Und da ist natürlich so ein Tauschhandel gäbe, oder? Dass der Mann, der im weiblichen Körper ist, sich trifft mit der Frau, die im männlichen Körper ist, und beide tauschen ihre Seelen aus und dann stimmt es wieder. Es wäre schön, wenn das so einfach gehen würde. Und es wird sicher in der Zukunft Schamanen geben oder so, die diese Bewegung, diese Hilfestellung geben können. Aber im Moment ist es so, oder dass wir als zumindest als Ärzte und auch die Psychologen gebunden sind, okay, die Person ist sich absolut sicher, dass sie im falschen Körper ist. Und dann müssen wir dann damit umgehen. Oder Ja. müssen über Frieden finden damit und dann den Weg gehen, entweder ganz den Weg gehen bis hin zu den Operationen oder den halben Weg gehen. Und es ist sehr, sehr schwierig. Ich möchte gleich eine persönliche Erfahrung machen oder die, ich war früher sehr, wir haben übrigens Behandlungserfolge mit der systemischen Familienaufstellungsarbeit, die ich mache. Ja? Da war, ich beschreibe es mal ganz kurz. Und das ist der andere, ich würde sagen, 50% der Fälle, die wir gesehen haben, wo die Seele sich in den falschen Körper inkarniert, so ungefähr die Hälfte der Fälle in meiner eigenen Beobachtung. Die andere Hälfte hat systemische Ursachen. Ja, und für mal diesen Fall, es war ein Mann, der deutlich wusste, dass er in einen weiblichen Körper gehört, ja, dass er als Seele aus einer Frau ist. Und die Mutter hatte eine Zwillingsschwester verloren.
und hatte nie darüber gesprochen. Und es gibt jetzt in der systemischen Arbeit dieses Prinzip der Identifikation, dass dieser Mann, der Sohn dieser Frau, war unbewusst identifiziert mit dem weiblichen Zwilling dieser Frau. Und als wir das in der Aufstellung gesehen haben und klar gemacht haben, war es wirklich in einer Sekunde bei dieser Mann glücklich, Mann zu sein und hatte nie wieder irgendwelche Gefühle, dass er in einen weiblichen Körper gehört. Ja, und das möchte ich hier an der Stelle mal ganz klar sagen, dass es natürlich diesen Fall auch gibt. Und leider ist unsere moderne Psychologie weder fähig, das eine zu sehen, noch das andere. Die Psychologen sind gar nicht erlaubt, diesen ja, diese paranormalen Wahrnehmungen zu haben oder zu schulen oder wahrzunehmen, dass hier eine Seele im falschen Körper ist, dass es wirklich so ist, oder in diesem Fall die Identifikation als eine Dynamik im Familiensystem. Die moderne Psychologie verneint diese Dinge. Und von daher gibt es im Moment ein Riesenfeld von Verwirrung, was die Psychologie angeht, und keine wirklich guten Lösungen, die ich sehe, oder? Und natürlich können ja noch alle möglichen Fälle sagen, aber ich glaube, wir lassen es an dieser Stelle mal, oder? Super, das hat mir schon sehr viel weitergeholfen. Dann habe ich noch eine kurze Frage wegen Vitaminen und Mineralstoffen. Da würde ich Sie fragen, was für Sie relevant ist. Welche Vitamine oder Mineralstoffe oder Spurenelemente Sie sagen würden, so Ihre Top 5 oder Top 3, was Sie empfehlen würden, was jeder im Hinterkopf behalten sollte. Ich möchte ganz kurz an der Stelle was sagen, was wahrscheinlich dem Publikum noch unbekannt ist, oder? Vor einer Woche ungefähr kam eine Studie raus, die zeigte, je höher der Vitamin C-Spiegel in Leuten ist, desto kürzer leben sie. Kürzer. Desto kürzer leben sie. Je mehr Vitamin C, desto kürzer. Wieso? Genau das Gegenteil von dem, was wir immer angenommen haben. Oder? Und aber nie hat jemand eine Studie gemacht dazu. Und diesmal hat jemand geguckt nach Lebenserwartung und Vitamin C-Spiegel im System und genau den umgekehrten Zusammenhang gefunden. Es gab schon mal eine Studie oder bei Rauchern und Lungenkrebs, die jetzt, wo man geschaut hat, wenn Leute Vitamin C, Vitamin E und Selen nehmen oder vernünftige Therapie fürs Immunsystem, dass diese Leute wesentlich häufiger an Krebs erkranken als die Leute, die kein Vitamin C, Vitamin E und Selen genommen haben. Das heißt, was ich eigentlich sagen möchte, ist einmal alle Grundannahmen, die wir haben über die Einnahme von Vitaminen und Mineralien, müssen hinterfragt werden. Und mein Lieblings, Vitamin, mein Lieblings, auf das ich nie verzichten würde, sind die Mineralien. Ja, wir wissen, dass unsere Nahrung völlig verarmt ist an den Grundnährstoffen. Nicht an Vitaminen, aber an den Grundnährstoffen. An Zink, an Kupfer, an Molybdän, an Eisen. Ja, das heute ein riesen Mangel ist, selbst im Biogemüsen ein Riesenmangel ist an diesen Grundnährstoffen, die wir alle als Mineralien bezeichnen, Mineralien und Elektrolyte. Und da fängt für mich eigentlich jede vernünftige Therapie an oder auch Eigentherapie oder dass wir Mineralien ersetzen. Und das ist gar nicht so einfach, weil die meisten Mineralien, die es gibt im Handel, kommen aus dem Erzabbau, ja, vom Abbau von Metallen in Bergwerken. Und es ist gar nicht möglich, aus den Erden, die da gewonnen werden, oder? Die werden kommerziell genutzt, um Eisen rauszuziehen oder Aluminium. Und was dann übrig bleibt, der Dreck, der übrig bleibt, ist das Grundmaterial für die Mineralien, die wir kaufen dann im Gesundheitsladen. Und es ist gar nicht möglich, die Präparate von Zink und Kupfer und so weiter ganz zu reinigen von Quecksilber und von Plutonium und von toxischen Metallen. Und das ist also ein Problem, sind die Quellen. Und es gibt mit Sicherheit Erden. Ich weiß, wir beschäftigen uns mit einer Erde,
am Boden aus Südafrika einen fantastischen Reichtum hat an den Mineralien. Aber wie gesagt, mein Hauptvitamin sind Mineralien und das ideale Präparat suche ich noch. Ja, das ist Okay. eigentlich das, was ich sagen will. Und alles andere, die ganze Schlacht mit den Vitaminen, das machen wir heute eigentlich über die Genetik, oder dass wir das ganze Genom testen und gucken dann so über AI, Artificial Intelligence, gucken wir dann, was für Stoffe fehlen ihm, was für Vitamine kann der nicht genügend produzieren, der Patient, mit seinem Genom. Und meistens sind es nur drei, vier verschiedene Sachen. Und dann machen diese Genomanalytik und gucken dann, was daraus kommt. Und dann testen wir dann diese Substanz mit meiner ART-Technik und kommen dann meistens drei, vier verschiedene Vitamine. Meistens so aus dem Bereich von Methylgruppen, methylierte Folsäure, ist Adenosylmethionin, methyliertes B12, Mineralien immer, die kommen immer raus, ja, aber die haben wir jetzt schon abgedeckt. Aber was Vitamine angeht und Aminosäuren oder so, da verlassen wir uns ein bisschen auf die genetische Testung, ja, weil das einfach, wir können 14.000 Produkte angucken und können damit Wochen in Testung verbringen. Aber ich nehme lieber eine Speichelprobe, schicke es ein und komme zurück. Okay, hier sind 30 Vitamine und Mineralien und Pflanzenschutzstoffe, die dem Patienten fehlen müssen aufgrund der Genetik. Und dann testen wir die mit unserer ART-Technik. Und anstatt 14.000 Sachen zu testen, testen wir nur 30 und finden dann unter den 30 die drei oder vier, die gebraucht werden. Und ist im Moment überschätzt, was man mit der oralen Einnahme von Vitaminen machen kann, leider. Oder es funktioniert immer weniger durch die anderen Kofaktoren, die da sind. Covid-Impfung, Shedding von anderen Leuten, der Elektrosmog, die verhindern alle die Absorption von oral aufgenommenen Medikamenten. Und wir, viele Ärzte unter uns, gehen immer mehr über, dass wir, wenn wir wirklich was Gutes tun wollen, den Patienten müssen das intravenös geben, damit es überhaupt ankommt. Und das ist also eine Riesenverschlechterung der Lage, die in den letzten Jahren passiert ist, und es geht rapide bergab. Ja, ich habe das, ich hatte auch zum Beispiel Amalgamfüllungen und dann habe ich ihr Buch gelesen über Lyme-Borreliose und dann haben sie über die kleine Studie da berichtet mit den Schafen oder Ziegen, wo sie nach 30 Tagen die Amalgamfüllungen rausgeholt haben. Da am nächsten Tag habe ich direkt meinen Zahnarzt angerufen und habe mir die alle entfernen lassen. Also das war echt schockierend, ne? Und ich muss Ihnen auch sagen, also ich bin echt dankbar, dass Sie das so in die Öffentlichkeit getragen haben. Vorher hatte ich echt nur Nebel im Hirn, ne? Und seitdem die raus sind, ist das weg, ne? Hast du Glück gehabt? Hast Ja. du das richtige Buch gelesen zur richtigen Zeit? Hört, ne? Ich bin echt dankbar, weil ich dachte, dieser Zustand im Gehirn ist normal, aber Ja, die demnach doch. ganze Menschheit im Moment denkt, dieser Nebel im Gehirn ist normal, weil den haben wir fast alle heute. Ja. Und es ist das neue Normal, oder? Mit wenigen Ausnahmen, du und ich, und vielleicht ein paar andere, die noch klar denken Ach, wir sind viele, das wird schon. können. Ja, Gut. ich glaube an eine gute Zukunft, aber ich tue immer ein bisschen mehr negativ, als ich bin. Aber so, ich muss ja ein bisschen Mahnung aussprechen, weil es Leute motiviert werden. Ja. Meistens lassen sich eher motivieren, ein bisschen Angst. Tut mir leid, um das zu sagen, aber die meisten Leute sind heute träge und unfähig, mehr auf vernünftige Argumente zu antworten, sondern man muss sie ein bisschen emotional das aktivieren in ihnen. Und mit Freude kann man niemand dazu bewegen, jetzt Geld auszugeben für eine Amalgamentfernung. Oder? Aber wenn ich ein bisschen Angst mache und sage, naja, dein Gehirn lebt vielleicht mal für 3, 4 Jahre und dann geht es bergab. Und wenn du das Amalgam entfernen lässt, hast du noch 30 Jahre. Oder? Ja. Und deshalb klingt oft, wenn ich Vorlesungen gebe, klingt es ein bisschen mehr negativ, als es eigentlich ist.
Dankeschön. Noch zwei Fragen, persönliche Fragen habe ich. Was glauben Sie, warum wir die Menschheit hier auf diesem Planeten sind? Das ist eine Frage, die ich natürlich über dich auch nachdenke, oder? Und ich glaube schon daran, dass wir als, dass jede Spezies von Tieren, oder, hat so ein eigenes, größeres Gruppenbewusstsein, dass wir eintauchen, wenn wir sterben, wenn wir gut sterben, oder gehen wir wieder zurück in diese Größe, in das Kollektiv. Und dass wir als Kollektiv diese Seele, die wir als Menschen haben, dass wir hier sind, um uns weiterzuentwickeln und zu lernen, gibt es absolut keinen Zweifel für mich. Ja, dass es hier eine Riesenschule ist, mit Riesenmöglichkeiten, fantastischen Möglichkeiten, sich zu entwickeln und zu lernen. Und dass wir als Individuen Teil davon sind, aber dass wir als ganze Menschheit eigentlich eine große Seele sind, die hier ist zum Lernen. Um uns weiterzuentwickeln, ne? Und letzte Frage, gibt es ein Buch, was Sie inspiriert hat in Ihrem Leben? Ein Buch, wo Sie sagen, boah, das war super. Ja, eins der für mich wichtigsten Bücher war The Secret Life of Plants, das geheime Leben der Pflanzen. Okay. Es war so in den Anfang des 70er Jahre, kam es raus. Und in diesem Buch wurden Experimente, super Experimente beschrieben, wo man zeigen kann, dass Pflanzen auch Gefühle haben, dass Pflanzen auch traurig sein können, dass sie auch Angst haben, dass sie miteinander kommunizieren. Und auf diesem Weg, es hat mich so auf den Weg gebracht, wo ich heute bin. Ja. Secret Life of Plants. Ja. Super, danke schön. Das freut mich sehr. Danke, das war's auch. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ja, war schön, dich ein klein bisschen kennenzulernen. Ja. Tschüss. Dankeschön. Ich tut Tschüss. mir leid.